Hallo und willkommen zurück hier wieder bei den wilden Party. Und ja, wir müssen uns als Hutmacher und weißes Kaninchen verkleiden. Wir müssen nach Lorem Ipsum irgendwie kommen und wir haben viel zu tun. Aber ich glaube, wir gucken uns das Ganze mal an. Moment, kann ich die Schleife vielleicht schon anlegen? Ja, sehr stylisch, also absolut. Oh mein Gott. Gott sei Dank hat sie hier unsere Butterblume noch nicht entdeckt. Und jetzt schauen wir mal hier unten. Da haben wir doch auch hier unseren Schminktisch. Hier sollte eigentlich etwas Brauchbares zu finden sein, wenn es um Verkleidungen geht. Weißes Puder zum Beispiel. Yeah! Weißes Kaninchen, perfekt. Wir können... Noch was? Ein Parfumzerstäuber. Leider leer. Okay. Und nochmal? Nee, nichts Brauchbares. Okay, setze Kurs, können wir mit Mary reden? Die meiste Kommunikation eines Kapitäns mit... Okay, da ist nichts. Und dann natürlich unser Verkleidungs... Kleiderschrank. Hier war doch irgendwo... Da, das Häschenkostüm. Wie sieht denn... Knappes Häschen... Okay, damit können wir es fiedern schon mal um. Und hier gibt es nichts mehr zum Tun. Aber wir müssen noch einmal zum Elfenhain. Denn da war ja dieser, Zylinder doch in der Bibliothek. Ihr erinnert euch, den haben wir ja da gesehen. Konnten ihn aber noch nicht nehmen. Aber jetzt schminken wir erstmal das Vieh hier. Nicht, dass es keinen Spaß machen würde. Aber das ist wohl nicht der richtige Augenblick dafür. Noch nicht? Und was ist mit, Wir haben noch kein Geschenk für die Kleine. Und ich will das Vieh nur so kurz wie möglich in dem Fummel sehen. Oh ja, danke schön. Okay, dann, setzen wir Kurs. Hier können wir, glaube ich, eh nichts mehr machen. Und fliegen rüben zum Elfenhain. Wir brauchen ja auch noch den Lebenspunkten vom Vater. Okay, da ist... Leinen los. Elfenhain. So, verlassen wir hier. Wo ist Arbor? Das gibt's doch nicht. Haben wir hier noch irgendwas anzuschauen? Nein. Dann würde ich sagen, als erstmals Wichtige. Und ja, jetzt können wir uns hier den Zylinder nehmen. Ein grüner Zylinder. Der dürfte nützlich sein. Sind grüne Zylinder eigentlich immer. Na, perfekt. Okay, Schwertständer ist nicht... Ach, könnten Sie Bücher vielleicht irgendwie helfen noch beim... Ich frage mich, ob... Hier, das habe ich gesucht. Ein Buch, ja. In dem Buch wird beschrieben, was die Symbole bedeuten. Das erste ist eine Art kantiger Stein. Ach, jetzt müssen wir die Sachen hier oben suchen. Edelsteine, Juwelen. Das ist ein sehr vielversprechender Anfang. Das zweite Symbol. Was passiert, wenn wir hier irgendwas Falsches auswählen? Da! Doch nicht. Ja, so ähnlich, aber nicht ganz. Das? Nee. Ja, so ähnlich. Okay, dann gibt's da fünf verschiedene. Wüste. Wüste? Ja, macht Sinn. Die Stadt befindet sich irgendwo in der Umzuwüste. Weiter. Okay, Fuß? Füße? Was haben Füße damit zu tun? Kann man die Stadt nur zu Fuß erreichen? Das nächste Symbol. Okay, drei? Drei. Drei Füße? Das ist ungewöhnlich. Vielleicht bringt das letzte Symbol Aufklärung. Okay, und das letzte ist hier... Berge. Juwelen? Wüste? Berge. Das Juwel der Wüste am Fuße der drei Berge. Das ist es. Lorem Ipsum, die Stadt mit den Dächern aus Gold, ist das Juwel der Wüste und sie liegt am Fuße dreier Berge. Aber die anderen Symbole waren ja auch witzig. Die sich westlich von Bremen befinden. Das sollte zu finden sein. Ach, dann wissen wir jetzt, wo Lorem Ipsum ist? Ach, klasse. Ja, dann haben wir ja schon mal was zum Tun jetzt wieder. Gibt's hier sonst noch irgendwas?
Olli war früher Buchmacher, hat sich mit den falschen Leuten angelegt. Ivo meinte, ich würde mir das alles nur ausdenken. Ich habe nie verstanden, warum es in Ordnung sein soll, Drachen die Köpfe abzuschlagen. Drachen sind vernunftbegabte Wesen. Kein schöner Brauch. Okay, hier gibt's nichts mehr. Schauen wir noch mal hoch zu Ivo. Wenn wir schon hier sind, müssen wir schon mal einen Anstandsbesuch machen. Auch mit dieser schönen Krawatte, die wir uns umgelegt haben. Komm, da können wir... Oh, wir können den Spiegel mitnehmen. Ihre Mutter könnte sie Monate oder sogar Jahre lang in diesem Zustand lassen. Ich muss sie aufwecken. Das hat sie trotz allem nicht verdient. Ja. Sie sieht aus, als würde sie schlafen. Aber ihr Vater meinte, es sei mehr als ein Schlaf. Für sie würde die Zeit stillstehen. Ja, das ist es ja meistens, wenn wir schlafen. Ganz ruhig und ganz schnell wieder abhauen. Okay, wir haben den Spiegel. Und hier können wir wohl offenbar nichts mehr tun. Dann schauen wir noch rüber. Und hier, Papa. Bob braucht seinen Schlaf. Ich sollte ihn nur stören, wenn es Neuigkeiten gibt. Ach, können wir nichts irgendwie machen mit ihm? Okay. Haben wir auch nichts mehr? Ivo hat sich mit ihrer Mutter, glaube ich, ihre Mutter... Okay, da haben wir gar nichts. Den Text kennen wir auch schon. Und irgendwas hier miteinander kombinieren. Ach, den Zylinder können wir schon aufsetzen. Oh mein Gott. Wir sehen wirklich aus wie der Verrückte. Bob braucht seinen Schutz. Okay. Ja, dann gehen wir zurück zur Teeparty. Oder sollen wir zuerst nach Lorem Ipsum gehen? Ich glaube, wir schauen noch ganz schnell zu Dat Chantal. Ich möchte wieder in den Garten. Da kommen wir raus. So, hier. Ja, oder warte, ich kann doch auch schnell reisen hier über die Karte. Also hier wäre dann die Fuß der drei Berge, wäre das dann. Aber ich will Leinen los. Schnell noch nach Tugator. So, nachdem wir hier so einen wunderschöner jetzt... Wir haben noch kein Geschenk für die Kleine. Und ich will das Vieh nur so da, kurz hier, der leere Zerstäuber. Wäre das nicht hier kombinieren? Na. Eine große Blume auch nicht. Aber hier haben wir doch ein schönes Spiel. Hey, Fee. Hä? Vergiss es, ich habe alles unter Kontrolle. Tokaluk. Okay, Tokaluk. Wir haben den Hut auf. Wir können ihm sicherlich dann auch noch... Wir haben noch kein... Ja, habe ich ja mitbekommen. Aber vielleicht können wir auch die Spiegel, jetzt wo es uninteressant ist, weil wir den Spiegel mit dabei haben, reden wir zuerst mal mit ihr, was jetzt aktueller Stand ist. Hallo, ich bin der Hutmacher, der verrückte Hutmacher. Oh! Genau wie in meinem Buch. Bist du auch verrückt? Natürlich. Klar, komplett wahnsinnig. Ich finde, dass du ein reizendes kleines Ding bist und einen hervorragenden Geschmack hast. Du musst wirklich verrückt sein, wenn du dich über mich lustig machst. Hast du auch ein Geschenk für mich? Auf Geschenke kommt es nicht an, weißt du? Ich schenke dir hiermit die Einsicht, dass es im Leben nicht auf Geschenke ankommt. Ich hätte aber lieber ein richtiges Geschenk. Ja, aber siehst du da... Meine Mama will mir was ganz Großes schenken. Ja, nur... Ich will ein Geschenk. Ein ja. Geschenk, natürlich. Fast wie Weihnachten dieses Jahr, würde ich sagen. Das passt ja perfekt. Ja. können wir ihr irgendwie... Die Häschenohren brauchen wir ja noch. Hier, das Parfüm. Nein, will sie nicht. Können wir das machen? Gewalt ist nie eine Lösung. Meiner Erfahrung nach ist die irrwitzige Kombination abwegiger Gegenstände die Lösung. Immer.
Eine riesige... Ne, will sie auch nicht haben. Hier, ein paar Fernhörer. Na, reden wir nochmal mit ihr. Hi. Hi. Ah, Hutmacher, hast du mein Geschenk? Ja, klar. Ach, hier unten haben wir es dann auch. Und was für Geschenke hättest du gerne? Tolle! Jeder, der an meiner nächsten Geburtstagsparty teilnehmen will, muss mir was schenken. Und was ist toll? Es mag süße oder schöne Tiere, es mag Sachen für Mädchen und es mag Märchen. Okay, Hi. Ah, Hutmacher, hast du mein Geschenk? Ja klar, hier. Ich habe ein tolles Gerät für dich, einen Fernhörer. Ein was? Wenn man die Schnur spannt und jemand in die eine Dose spricht, hört man in der zweiten Dose, was er sagt. Voll lahm! Wenn man was will, kann man doch auch einfach brüllen. Aber das ist gar nicht lahm. Doch! Und unpraktisch ist es auch! Mit den Schnüren und allem! Jetzt funktioniert es ohne die doofe Schnur. Tja, noch besser. Aber es will das nicht! Es will ein richtiges Geschenk! Ja, aber damit können wir jetzt drin beim Roten Piraten was machen. Jawohl! Ich hole eben dein Geschenk. Okay, aber ich will noch schnell hochschauen zu unserem Spanner, jetzt wo wir Nate, den Spiegel haben. Was soll das? Warum hast du Ivos Spiegel mitgenommen? Gönnen wir den beiden etwas Privatsphäre. Was meinst du? Was? Nie gehört. Vertausche den Spiegel. Warte mal, wo ist er denn genau? Betrachte den Spiegel, glückliche Kinder. Kann ich den hier nicht irgendwie? In Ordnung. Hey, was glaubst du, was du da tust? Ich übertrage die Bilder von den glücklich spielenden Kindern auf den Spiegel in meiner Tasche. Das mag sein. Vor allem aber versperrst du mir die Sicht. Es ist wichtig und es dauert nicht lange. Und du schuldest mir was. Ich schulde dir gar nichts. Und du hast die Van Burens noch nicht von der Insel vertrieben. Oh. Na, okay. Dann müssen wir das zuerst machen. Wahrscheinlich wird das dann irgendwie zusammenhängen mit, wie wir die Mutter entsprechend überzeugen können, dass sie uns reinlässt. Ja, aber schauen wir mal. Hier, was gibt's Neues beim Roten Piraten? Der geilen Affen. Hallo? Ja, sind Sie weg? Knapp, ja. Ich muss weiter, bis später. Bis dann. Bis dann. So, und jetzt können wir doch die verwandelten Fernhörer hier auf den... Brock, du solltest Nate den Kompass geben, Hohlbirne. Hast du das gesagt? Ich stehe hier hinten. Pass auf, was du sagst, William. Brock? William ist tot. Ich rede mit dir. Brock? Brock? Ich habe genug von dir und dieser Scharade. Gib Nate, was er braucht und lass mich fliegen. Brock? Undankbares Federvieh. Ich habe dir gesagt, du sollst nur sprechen, wenn ich dich etwas frage. Brak? Niemand hört auf dich, Fettsack. Brak? Fettsack? Ich lasse mich von geflügelten Promenadenmischungen nicht beleidigen. Noch ein Wort. Ja, jetzt komm. Was dann, Hohlbirne? Brak? Na, warte. Brak, brak. Komm. Komm zurück. Wer soll denn jetzt mit mir reden? Ja, hier. Den nehmen wir wieder mit. Beweise vernichten. Komm, wir reden mit dir. Hallo, hier ein bisschen sehen. Hallo? Ja, sind Sie weg? Nein, noch nicht. Unser Deal steht? Klar,
Du vertreibst diese beiden Schreckschrauben von meiner Insel und ich leihe dir den Geisterkompass. Perfekt. Das wollte ich hören. Ich muss weiter. Bis später. Bis dann. Okay, können wir die jetzt verrücken? Besser nicht. Der Rote würde bemerken, wenn ich die Statue verrücke. Okay. Aber den Vogel gibt's jetzt nicht mehr? Ich muss einfach nur Van Buren verscheuchen, dann bekomme ich... Okay, da geht auch nichts. Der aber mich könnte er problemlos nie... Ja, das haben wir auch schon gehört. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir... Was können wir hier vielleicht noch irgendwie... Nee, können wir auch nicht. Schade. Okay, also dann geht's auf jetzt nach Lorem Ipsum, würde ich sagen. So, hier können wir auch nichts mehr machen bei den... Ach, da oben ist der Piratenpapagei. Ich glaube, der Papagei ist ganz froh, nicht mehr den Alleinunterhalter in der Irrenanstalt spielen zu müssen. Okay, und hier haben wir... So ungesund und lecker das Zeug auch aussieht, ich riskiere dafür keine Verwandlung. Ja... Okay, dann auf nach Lorem Ipsum. Wir werden es jetzt dann sicherlich gleich finden. Gehen wir in die Karte. Und... Drei Berge westlich von Bremen. Da war's doch. Ich verwette Fies nächste Mahlzeit, dass sich das Juwel der Wüste am Fuße dieser Berge befindet. Ich markiere den Ort auf der großen Karte. Super, wir haben die Fliege nach... Seit Jahrhunderten, vielleicht Jahrtausenden, hat kein Luftschiff mehr Lorem Ipsum angesteuert. Zeit, der alten Stadt einen Besuch abzustatten. Das muss es sein. Lorem Ipsum. Und wie es aussieht, hat es schon jemand für uns ausgebuddelt. Oh, scheiße. Eine Mumie. Okay, und was mit dem Guten jetzt dann los ist, das sehen wir dann morgen in einer neuen Folge. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen, gib ein Like, wenn es dir gefallen hat und wir sehen uns morgen. Ach, das ist... Bis dann, ciao, ciao.